gut, dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, den wir eingeordnet haben nach der Pause. Und das ist an die Opfergruppen bezogene Menschenfeindlichkeit erinnern. Das ist ein Antrag eingereicht von Fraktion Die Linke, die ihn uns jetzt einbringen kann und auch vielleicht gleichzeitig ihren Ergänzungsantrag vorbringen kann. Darf der Leo Lenz nach vorne bitten. Danach haben wir vereinbart ein Rederecht für Sarah Benkert von Gerede e.V. Und danach beginnen wir mit der Fraktionsrunde und die FDP-Fraktion würde jetzt starten. Bitte schön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Beigeordnete, liebe Kolleginnen aller demokratischen Fraktionen und liebe Gäste hier und zu Hause am Stream. Im vergangenen Jahr, am 4. Oktober, kam es in Dresden zu einem Messerangriff gegen ein schwules Paar, bei dem einer der beiden attackierten Personen den Verletzungen erlag. Ein islamistischer Mordanschlag aus Homofeindlichkeit und eine Tat, die fassungslos macht. Wir bedauern den Tod und sprechen der Familie und Freundinnen der Opfer unser tiefes Beileid aus. Wir stellen uns klar gegen jede menschenfeindliche Ideologie und gegen Ideologien, die sich gegen ein selbstbestimmtes Leben und gegen Diversität richten. Leider und erschreckenderweise sind derartige Straftaten keine Einzelfälle in Dresden, Sachsen und Deutschland. 2018 zum Beispiel wurde in Aue ein junger Mann brutal ermordet von drei Mitgliedern der extrem rechten Szene. Getrieben wurden sie von ihrem Hass auf Homosexuelle. Fast täglich ist in den Medien von neuen Angriffen auf queere Personen zu lesen. Egal, ob es rechte nationalsozialistische Ideologien sind oder Islamismus. Feinde der Demokratie und des Menschen sind eben nicht nur auf den montäglichen menschenverachtenden Demonstrationen zu finden, sie können auch anders radikalisiert werden. Aber nicht Religion per se, sondern ihre Auslegung bringt dabei das Problem mit sich. Es ist wichtig zu verstehen, wie solche Radikalisierungsprozesse entstehen und wie sich solche Entwicklungen eben auch verhindern lassen. Ein wichtiger Baustein dabei ist Bildung, Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung. Es gibt Vereine und Projekte in Dresden, die genau dazu beitragen, die das können und auch wollen. Sie leisten mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Demokratieförderung und zur Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens. Ihre Arbeit ist es, die gewürdigt werden muss und stetig weiter ausgebaut werden sollte. Denn nur so kann die Zahl menschenfeindlicher Übergriffe endlich abnehmen und nicht weiter steigen. Und auch wenn ich es hier bestimmt schon mal gesagt habe, werde ich die Möglichkeit immer wieder nutzen, Gewalt gegenüber lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche und queere Personen ist real. Queerfeindliche Hasskriminalität nimmt zu und wird dabei nur in wenigen Fällen zur Anzeige gebracht. Wir leben in ständiger Angst vor Diskriminierung, Beleidigung und Gewalt. Die Spitze der Gewalt haben wir letztes Jahr in Dresden erleben müssen. Und ja, es ist wichtig, daran zu erinnern und zu mahnen. Aber dabei allein kann es nicht bleiben. Was zählt, sind konkrete Maßnahmen zur Vorbeugung und vor allem keine Instrumentalisierung von rechts. Vor allem nicht von einer Partei, die es sich mit ihrer menschenfeindlichen Ideologie zum Ziel gesetzt hat, alles unsichtbar zu machen, was nicht in ihr heteronormatives, rechtskonservatives Weltbild passt und deren Politik sich gegen alles richtet, was ein selbstbestimmtes und freies Leben ermöglicht. Aber zurück zur Sache. Das Mawa El-Shabini-Stipendium für Weltoffenheit und Toleranz zum Beispiel zeigt, wie wir aus solchen Taten lernen können, wie wir erinnern und mahnen und gleichzeitig Maßnahmen ergreifen, die nachhaltig für eine Veränderung in der Gesellschaft stehen. Das Bekenntnis des Stadtrates zur Offenheit und Toleranz gegenüber Vielfalt und einem selbstbestimmten Leben und die Verurteilung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist wichtig, aber es ist eben auch nur ein Bekenntnis. Deshalb wollen wir noch einmal mit einem Ergänzungsantrag den federführenden Ausschussbericht ergänzen, um weitere und gezielte Maßnahmen hin zu einer gewaltfreien und offenen Stadtgesellschaft einführen zu können, ist es unserer Ansicht nach wichtig, erst einmal zu schauen, welche Strukturen und Fördermöglichkeiten geeignet sind und bereits existieren, um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wirksam vorzubeugen. Des Weiteren, und hier wird es konkret für die Menschen, die sich bereits jetzt schon in unserer Stadt für ein selbstbestimmtes Leben engagieren, fordern wir die Einführung eines Fonds, der ihre Arbeit wirksam ergänzen kann, aber auch neue Ideen und neues Engagement befördern könnte. Nach Rücksprache soll hier geprüft werden, ob es möglich ist, dies über die LHP-Gelder mitfinanzieren zu können. Die Expertise ist da, aber meistens oder oft fehlt es an der nötigen Förderung und der Aufmerksamkeit. Der Stellenwert, den diese Menschen und Vereine erhalten, ist nicht immer angemessen.
Um nachhaltig etwas verändern zu können, müssen wir den Fokus anders setzen. Und dieser Antrag ist das Angebot eines Anfangs, eben genau das zu tun. Vielen Dank. So, als nächstes darf ich, wie gesagt, das vereinbarte Rederecht hier nach vorne rufen, nämlich Frau Binkert von Gerede e.V. Wir haben das gestern so beschlossen und auch Sie haben selbstverständlich 5 Minuten Redezeit. Herzlich willkommen. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Stadträtin, ich freue mich, hier heute für den Gerede e.V., Verein für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Dresden, sprechen zu dürfen. Den folgenden Redebeitrag haben wir anlässlich der Urteilsverkündung zum homofeindlichen Mord am 4. Oktober 2020 verfasst. Wir verurteilen diesen menschenfeindlichen, fundamentalistisch motivierten Tat. Diskriminierung, Gewalt und Angst um das eigene Leben aufgrund sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität, das ist der Alltag von LSBTI-Sternchen, und zwar nicht nur in den mehr als 70 Ländern auf der Welt, in denen Homosexualität und oder Transidentität unter Strafe stehen. Die gesellschaftlichen Einstellungen sind geprägt von Homo-, Trans- und Interfeindlichkeit und Verdrängung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt ins Unsichtbare. Nicht zuletzt werden vielfältige Lebensweisen politisch und religiös instrumentalisiert. Erst kürzlich propagierte beispielsweise der irakische Präsident, dass Homosexuelle der Grund für die Corona-Pandemie seien. Und auch der Papst erteilt im Jahr 2021 der Segnung homosexueller Paare noch immer eine Absage. Ein Blick in unser Nachbarland Polen reicht, um auch unabhängig von Strafparagraphen ein erschreckendes Klima und Rollback-Strukturen zu erkennen, vor denen auch wir hier in Sachsen nicht gefeit sind. Ein Drittel der sächsischen Bevölkerung findet Homosexualität unnatürlich. Zudem gab es in den letzten 5 Jahren mindestens 1000 Übergriffe gegenüber LSBTI-Sternchen und auch 70% der queeren Geflüchteten erleben hier in Sachsen Gewalt und Diskriminierung, vor der sie meistens aus ihren Herkunftsländern geflohen sind. Die wenigsten bringen Übergriffe zur Anzeige. Und das wundert uns nicht. Im Hinblick auf die Aufarbeitung des homofeindlichen Mordes am 4. Oktober 2020 fallen die sächsischen Ermittlungsbehörden wieder einmal mit eklatanter Ignoranz in Bezug auf homo- und transfeindliche Gewalt auf. Die fehlende Sensibilität der Ermittlungsbehörden im Hinblick auf menschenfeindliche Tatmotive sind nicht nur ignorant und überheblich, sie sind fahrlässig. Sie verhindern eine frühzeitige Intervention und eine schnelle Aufklärung. Sie verhindert eine mit Zahlen unterfütterte Grundlage für eine so unerlässliche Diskussion zu flächendeckendem und gefährlichem Antifeminismus, Rassismus und Queerfeindlichkeit in diesem Land. Alle unsere Strukturen sind durchzogen von entsprechenden Ismen. Wir alle sind nicht frei von ihnen. Doch wenn es Menschen, die Gewalt erleben, nicht möglich ist, die Organe anzusprechen, deren Aufgabe Schutz und Ermittlung sind, dann läuft was falsch, und zwar gewaltig. Gerade mal 13% der 1600 befragten LSBTI-Sternchen brachten eine entsprechende Gewalttat zur Anzeige. Jede 5. Person gibt dabei an, dass der Grund, auf eine Anzeige zu verzichten, die Sorge, homo- und transfeindliche Reaktion der Polizei sei. Seit vielen Jahren gibt es aus den verschiedensten Richtungen immer wieder Bemühungen, zugrunde liegende Motive für Hasskriminalität sorgsamer herauszuarbeiten. Menschenverachtender Mord bleibt menschenverachtender Mord, egal von wem verübt. Und wenn politische und oder so wie zuletzt in Dresden fundamentalistische Ideologie die Ursache dafür sind, dann sind wir alle gefragt, hinzusehen und laut zu werden. Dabei geht es nicht nur um homo- und transfeindliche Angriffe, die als solche nicht klar wahrgenommen und bezeichnet werden und so natürlich auch keinen Eingang in die Statistik finden, sondern ebenso um rassistisch, misogyn, ableistisch oder auch klassistisch motivierte Gewalttaten. Wenn Menschen angegriffen, verfolgt, ermordet werden, aufgrund ihres Äußeren, ihrer Lebens- und Liebensweise, ihres Geschlechts, ihres Glaubens,
ihrer Herkunft, ihrer Wohnsituation, dann ist das ein Armutszeugnis für Staat und Gesellschaft. Das Wissen darüber, was Radikalisierung und Hass befördert, muss genutzt werden. Wir wissen, dass eigene Diskriminierungserfahrungen und das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, Entfremdung mit der Umwelt befördert. Wir wissen, dass schulische und berufliche Misserfolge und fehlende Perspektiven Menschen ins Abseits drängen. Wir wissen, dass prekäre soziale Lebensrealitäten und belastende Familienverhältnisse emotionale Not bedingen. Wir wissen, dass Menschen dann anderweitig nach Orientierung suchen, dass das Bedürfnis nach Anerkennung und Zugehörigkeit an anderer Stelle befriedigt werden muss. Und an dieser Stelle müssen wir ansetzen, um dem frühzeitig vorzubeugen und entgegenzuwirken. Dies ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und gehört somit staatlich gefördert. Vielen Dank. Damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Und wie ich es eingangs gesagt habe, es beginnt die FDP-Fraktion. Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich schäme mich für euch alle. Ich schäme mich für euch alle, die ihr heute nicht in Dresden seid. Das war ein Satz, den Sayran Atesh am 1. November 2020 auf dem Altmarkt sagte. Sie ist unter anderem Initiatorin und Mitbegründerin der Ibn Rushd Goethe-Moschee in Berlin, die für einen liberalen Islam steht. Und zu dieser Veranstaltung nach den Statements und der Präsenz der Linken fragte. Sie war eine der Redenden bei der Gedenkstunde für den im Oktober 2020 hier in unserer Stadt von einem islamistischen Extremisten getöteten Mann, der mit seinem Mann Gast in unserer Stadt war. Ein extremistischer Mord mitten im Herzen unserer Dresdner Altstadt. Und der Mord ist der Hintergrund, warum heute dieser Antrag der Linken hier zur Debatte steht. Dieser rein symbolische Linken-Antrag ist ein Versuch, den wir zur Kenntnis nehmen, aber es ist eben nur ein Versuch, sich jetzt doch noch mal dem Thema zu stellen oder PR zu machen. Ich frage mich, wo waren denn die Statements der Linken am 1. November, wo wart ihr denn am 11. Juni? Am 11. Juni standen wir mit dem CSDV, mit Vertretern der CDU, habe ich gesehen, der Grünen, der SPD, vor dem Kulturpalast, als das Urteil gefallen ist. Und es ist erwiesen, dass der Täter aus homophoben, aus hassenden und aus islamistischen Gründen mordete. Der Vorplatz war erschreckend leer. Ich war stolz auf die Anwesenden und ich war beschämt und ich war traurig und ich war wütend auf die Abwesenden. Und genau diese Abwesenden fordern hier in einem Antrag mit unter anderem einem Gratismutpunkt und jetzt einem Änderungsantrag, der besagt, wir nehmen Geld aus einem lokalen Handlungsprogramm, was genau das machen soll, was Sie in dem Antrag schreiben, widmen das in einen Fonds um und geben das dafür aus, wofür es im lokalen Handelsprogramm sowieso ausgegeben worden wäre. Das ist Symbolpolitik vom Feinsten. Und die Betonung, dass Bildung, Aufklärung und soziale Betreuung so eine Sachen verhindern können, so eine Taten verhindern können. Ich möchte Ihnen allen mal aufzählen, was dieser Täter für staatliche Betreuung, für staatliche Prävention erfahren hat. Er ist seit 2017 als islamistischer Gefährder bekannt. 2018 verurteilt wegen Werbung für den IS, im Gefängnis, wöchentliche Gespräche mit einer Psychologin, Kunsttherapie, zahlreiche Gespräche mit Violence Prevention Network, ein Ausstiegsprojekt für Extremisten, Flüchtlingsstatus aberkannt, bleibt wegen Abschiebestopp. Wenige Tage vor dem Mord kommt er aus der Haft, muss sich dreimal die Woche bei der Polizei melden und am Treffen des Violence Prevention Center teilnehmen. Und trotzdem führte er diese Tat aus, war in der Lage, diese Tat auszuführen. Und Sie wollen jetzt sagen, mit ein bisschen staatlicher Prävention, mit Bildungsprogrammen und Aufklärung hätte man das verhindern können. Ich sage, nein, das funktioniert so nicht. Ich wiederhole meine Worte aus der Aktuellen Stunde zum Thema Kriminalität und Migranten im Oktober. Wer sich in diesem Land aufhält, hier lebt, lang, kurz, als Staatsbürger oder als Schutzsuchender, hat sich an die Regeln und Gesetze zu halten. Und wer das nicht tut, der muss auch nicht sozialisiert werden, der gehört entweder hinter Gittern oder gehört des Landes verwiesen. Und
Die Kollegen von der AfD brauchen nicht klatschen, zu Ihnen komme ich noch. Nach der Logik des eigentlichen Antrages könnte man ja mit gewissem Bildungsprogramm vielleicht auch Leute wie Herrn Höcke und Sarrazin oder Frau Wagenknecht vielleicht von ihren Positionen abschwören lassen. Ich glaube nicht, dass das gelingt. Eine weltoffene Gesellschaft, einen Kosmopoliten, schaffen wir eben nicht durch Schulung, durch Erleben, durch Leben. Und das ist mehr als bei schönem Wetter eine Regenbogenfahne zu hissen oder auf dem CSD in Festivalstimmung zu chillen. Wir müssen gemeinsam unsere offene Gesellschaft vorleben. Wir müssen unsere Werte vermitteln. Hier geht es um unsere Regeln. Hier darf jeder Mensch heiraten und leben, wie er, sie, es will. Und da gibt es keine Toleranz, keine Entschuldigung, kein Verständnis für Gewalttäter. Und selektives Verurteilen, je nach Täterprofil, wie es gerade in die eigentliche politische Agenda passt, ist ein falscher Weg, ist sogar ein fatal falscher Weg. Das, was wirklich hilft, ist Nulltoleranz. Ein knallharter Rechtsstaat in Bezug auf Gewalt gegen Menschen, das ist die richtige und die einzige Antwort in Richtung Gewaltprophylaxe. Vielen Dank. Wird Dissidenten das Wort gewünscht? Nein. Dann Freie Wähler das Wort gewünscht? Keine Ahnung. Dann CDU, Herr Dr. Brauns. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich kann mich nach dem, was Herr Maloney gesagt hat, kurz fassen und will einfach nur noch mal aus dem lokalen Handlungsprogramm, was wir 2017 beschlossen haben, einfach zitieren, eines von drei Handlungsfeldern, nämlich das Handlungsfeld 2, Abbau von Erscheinungsformen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und von Extremismus. Und dann kommt der Text dazu. Jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, Diskriminierung, verbale und physische Gewalt, Extremismus und politisch motivierte Kriminalität stehen einem gelingenden sozialen und demokratischen Miteinander und einer gleichberechtigten Teilhabe aller Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt im Weg. Und es ist aktiv dagegen vorzugehen. Opfer von menschenfeindlichen Haltungen und Handlungen sind zu schützen und in geeigneter Weise zu stärken. Bei der Prävention und Bekämpfung von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist die Kommune ebenso gefordert wie die Zivilgesellschaft. Ich würde mal sagen, die gesamte Gesellschaft, weil man das immer einschränken muss auf Zivilgesellschaft, weiß ich nicht. Es reicht nicht aus, weiter jetzt im Zitat, hierfür erforderliche strukturelle Rahmenbedingungen zu schaffen und juristische Sanktionsmöglichkeiten auszuschöpfen. Auch eine aufgeklärte, engagierte und couragierte Bevölkerung, die für die Achtung unterschiedlicher Formen von Vielfalt und gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit eintritt, kann die weitere Ausbreitung von Rassismus sowie Feindlichkeit gegenüber bestimmten Personengruppen, beispielsweise Asylsuchenden, Musliminnen und Muslimen, Homo- und Transsexuellen sowie Obdachlosen verhindern. Das setzt nicht nur Aufklärung und Wissen voraus, sondern auch, dass die menschenfeindlichen Ideologien zugrunde liegenden Stereotypen, Bilder, pauschalisierende Vorurteils und Abwertungskonstruktionen sowie Bedrohungsgefühle bewusst gemacht, thematisiert und bearbeitet werden. Alle Einwohnerinnen und Einwohner sollen durch die Stadt die notwendige Unterstützung erhalten, um sich ihrer diesbezüglichen Verantwortung bewusst gemacht werden, gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit agieren und die Entwicklung eines demokratischen, inklusiven Gemeinwesens aktiv vorantreiben zu können. Soweit das Zitat. Meine Damen und Herren, das ist das, was Leo Lenz mit anderen Worten hier gesagt hat. Da fangen wir aber nicht mehr an mit diesem Antrag, sondern das ist beschlossen von uns im Jahre 2017 und gilt bis nächstes Jahr, wo wir es evaluieren. Was soll Ziffer 2 Ihres Antrags und was soll der Ersetzungsantrag zu der Ziffer 2, meine Damen und Herren? Wir haben das beschlossen. Und wenn man sich das, was wir beschlossen haben 2017, wie ich es gerade zitiert habe, dann müssen wir uns irgendwie alle an die Nase fassen und jetzt sage ich mal ein bisschen die Stadtverwaltung, weil das war ja ein Auftrag an die Stadtverwaltung, tätig zu werden, auch mit den Verbänden und so weiter, mit allen gesellschaftlichen Gruppen zusammenzuarbeiten, das zu machen. Wenn dieser Antrag tatsächlich irgendwie notwendig ist, dann ist entweder die ganzen Aktivitäten in den vergangenen 4 Jahren an Ihnen vorbeigegangen oder es ist schlicht nichts passiert. Deswegen müssen wir es aber nicht neu beschließen. Und dann bin ich wieder bei Herrn Maloney. Bestimmte Leute, und ich erwähne da ausdrücklich auch Herrn Höcke, ja, die sind mit keiner Welt belehrbar. Ja. Das funktioniert nicht. Und dieser Täter, das hat Herr Maloney, denke ich, sehr gut beschrieben, auch nicht. Das ist absolut tragisch. Wir müssen nur aufpassen
Und das ist Sinn der Antrag, das tragen wir auch mit, aber weil wir es beschlossen haben, sollten wir es umsetzen und wir müssen sie nochmal beschließen und deswegen werden wir diesen Punkt 2, wie im Ausschussbericht, auch ablehnen. Da müssen wir ansetzen. Wir müssen also ins Arbeiten kommen und nicht immer neu beschließen, was uns allgemein gesprochen viel zu sehr im Stadtrat beschäftigt, dass wir immer wieder dasselbe beschließen, aber nicht ins Arbeiten kommen. Deswegen, meine Damen und Herren, natürlich stimmen wir den Ziffer 1 wie im Ausschussbericht zu, aber der Ziffer 2 nicht, auch nicht in dem Ersetzungsantrag. Vielen Dank. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Frau Schanetzki. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, das, was jetzt alle Vorrednerinnen und Vorredner schon wiederholt haben, muss ich nicht sagen. Gewalt, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die Abwertung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Sexualität, ihres Geschlechts, ihrer Identität, lehnen natürlich auch wir als grüne Fraktion grundlegend und entscheidend ab. Und das habe ich nahezu wortgleich schon vor ein paar Wochen an dieser Stelle gesagt. Aber Herr Maloney, Ihre Rede hat mich wirklich betroffen gemacht und sehr berührt. Ich fand die sehr gut, möchte ich ausdrücklich sagen. Gleichzeitig finde ich es tatsächlich schwierig, am Einzelfall widerlegen zu wollen, dass Maßnahmen der sozialen Arbeit, dass Maßnahmen auch der Psychotherapie und der Gefängnisseelsorge, vielleicht auch Resozialisierungstherapie und so weiter, was da alles passiert, greifen. Ich glaube, wir merken es nämlich immer genau dann, wenn es nicht greift. Wir merken es aber vielleicht als Gesellschaft nicht so stark bei den Menschen, denen das wirklich hilft und die das brauchen und denen das auch hilft, in dieser Gesellschaft sich wieder zurechtzufinden und auch als gute Bürgerinnen, sage ich jetzt mal, wieder hier einzufinden. Und ich glaube, das sollten wir schon wertschätzen. Das sind wir auch nicht nur den Menschen, die sich da irgendwie selbst am Riemen reißen sozusagen schuldig, sondern sind wir auch den Fachkräften schuldig, die da täglich die Arbeit leisten, weil niemand hört sich gern an, dass die eigene Arbeit komplett sinnlos ist, weil Einzelne freidrehen, weil Einzelne nicht erreichbar sind. Na, es sind immer wieder Einzelne. Ja, aber Sie werden mir ja trotzdem recht geben, dass wir die nicht sehen, bei denen es gewirkt hat. Also zumindest kenne ich ehrlich gesagt nicht so viele ehemalige Haftinsassen, die nicht, ich kenne ehrlich gesagt überhaupt wenige und von daher kann ich mich dazu nicht auslassen, aber tatsächlich wissen wir ja auch aus Studien und wenn wir uns das sozialwissenschaftlich anschauen, sehen wir schon, dass all diese Maßnahmen wirken und dass dort wertvolle Arbeit geleistet wird. Und darum geht es mir tatsächlich auch hier. Ich finde den Antrag tatsächlich richtig im Anliegen und gleichzeitig habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit dem, was wir dort machen. Das machen wir aber leider als Politik sehr gerne und immer wieder und das nennt sich Projekteritis. Es ist doch nicht so, dass bei den Trägern, denen wir diese 50.000 Euro zukommen lassen wollen, nicht Menschen arbeiten, die nicht sowieso wüssten, was sie machen müssen und was sie machen wollen. Also gerade der Gerede e.V., den wir heute hier gehört haben, ist die Fachstelle für LSBTIQ, Sternchen, Jugendliche, junge Erwachsene und Regenbogenfamilien in Dresden. Das ist eine von Jugendamt entsprechend geförderte Fachstelle, die bekommt Geld aus der Jugendhilfeförderung. Aber das Problem ist, was ich an der Stelle habe, dass diese Anträge quasi eher die Arbeit lähmen im Einzelfall, als dass sie sie fördern, weil sie erstmal Zeit binden, Anträge zu schreiben, Kooperationspartner zu finden, die Projekte wieder abzurechnen, während die Leute, wenn sie einfach solide finanzierte Stellen haben, einfach ihre Arbeit machen können und eben nicht ständig gucken müssen, wo jetzt für das nächste Projekt, den nächsten Antrag das Geld herkommt. Und ich glaube, dass wir uns in der Debatte bisher zu sehr auf die Gewalttäter, die Extremisten in dem Fall konzentriert haben, dass wir aber auch viel mehr schauen müssen, dass solche Fachstellen wie eben der Gerede e.V. in dem Fall ja ganz wertvolle Arbeit leisten dabei, auch den Einzelnen zu stärken, den Mund aufzumachen, sich zu solidarisieren, den Menschen zur Seite zu stehen, auch sich mit Dingen auseinanderzusetzen, überhaupt erstmal Resonanzräume zu schaffen. Und vor diesem Hintergrund wäre es mir persönlich ehrlich gesagt lieber gewesen, von diesen 50.000 Euro einfach für 2 oder vielleicht sogar 3 Jahre die kompletten 2 Vollzeitäquivalentstellen zu fördern, die der Gerede e.V. beantragt hat, während sie eben jetzt aus der Jugendhilfeplanung nur 1,5 Stellen bekommen, weil einfach nicht mehr Geld zur Verfügung steht. Insofern
Ich würde mir ehrlich gesagt gern Gedanken machen, wie wir die Jugendhilfe und die entsprechenden Fachstellen, die wir hier in Dresden haben, so aufstellen können, dass die Menschen einfach mit solide finanzierten Stellen ihre Arbeit machen können, nicht immer wieder Projektmittel beantragen können. Gleichzeitig bin ich sehr dankbar, dass es Programme wie den LHB gibt, weil ich glaube, das ist ein ganz wertvolles und sinnvolles Programm. Das ist nämlich das Präventionsparadox, was wir heute ja an anderer Stelle schon mal hatten. Wir wüssten ehrlich gesagt nicht, wie düster es aussieht, wenn wir nicht seit über 20 Jahren in diesem Freistaat all diese Programme fahren würden, in der Hoffnung, Menschen zu erreichen, Menschen für Demokratie, für Menschenfreundlichkeit, für einen Grundanstand zu begeistern und die Gesellschaft sozusagen zusammenzuhalten. Vielen Dank. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Braun. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Bürger. Herr Maloney, bei der Novemberveranstaltung wollte ich nur kurz sagen, da waren wir uns auch dabei. Das ist Ihnen wahrscheinlich bei Ihrer Aufzählung entgangen. Wir waren sogar relativ zeitig vor Ort. Da die AfD-Fraktion Punkt 1 des Antrages vollumfänglich mitträgt, beantragen wir die punktweise Abstimmung, aber das wird wahrscheinlich ohnehin geschehen. Bei der Begründung Ihres Antrages verlässt die Linke aber sogleich der Mut. Da wird der Tod des Opfers betrauert und zugleich ein Bezug zum Rechtsextremismus konstruiert. Immerhin konnte man sich noch dazu durchringen, die Begriffe Islamismus und Feinde der Demokratie in eine Zeile zu bringen. Aber zur Ursache, zum Täter, verliert die Linke kein einziges Wort. Und ich darf für die Fraktion Die Linke nochmals in Erinnerung rufen, etwas ausführlicher sogar, als die FDP das getan hat. Am 4. Oktober 2020 tötete Abdullah Al-Ha ihn mit mehreren Messerstichen. Thomas L., sein Lebensgefährte, wurde bei dem Attentat ebenfalls schwer verletzt. Der Syrer reist 2015 nach Deutschland ein und beantragte Asyl. Der Asylantrag wurde abgelehnt. 2017 stufte das Landeskriminalamt Sachsen Abdullah Al-Ha als islamistischen Gefährder ein. 2018 verurteilte ihn das Oberlandesgericht Dresden zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten. Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, Mitgliederwerbung für den Islamischen Staat, Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Erschleichen von Leistungen. Eine stolze Liste, die aus unserer Sicht auch eine deutlich härtere Strafe verdient hätte. Wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte erfolgte 2019 eine erneute Verurteilung. Am 29. September 2020 wurde H. aus der Jugendstrafvollzugsanstalt entlassen. Abdullah Al-Ha musste sich 3-mal pro Woche auf dem Polizeirevier Dresden-Mitte melden, was er auch am Tattag, dem 4. Oktober 2020, tat. H. wurde auch zeitweise durch das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen observiert, das der Bundesnachrichtendienst zuvor durch einen ausländischen Nachrichtendienst vor dem islamistischen Attentat gewarnt worden war. Dies jedoch nicht an die zuständigen Behörden in Sachsen weiterleitete, ist nur eine weitere nebensächliche Panne. Der Generalbundesanwalt übernahm die weiteren Ermittlungen. Das Oberlandesgericht verurteilte Abdullah H. wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Seine Verteidigung legte Revision ein. Der Bundesgerichtshof überprüft nun das Urteil. Zurück zu Ihrem Antrag. Im 2. Absatz wird auf die sogenannte Mitte-Studie verwiesen. Zitat: Weit verbreitet sind die Abwertung von Sinti und Roma. Fremdenfeindliche Einstellungen, muslimfeindliche Einstellungen, heißt es dort. Das Argument, das hat nichts mit dem Islam zu tun, zieht bei vielen Menschen aufgrund der gemachten Erfahrungen jedoch nicht mehr. Vielleicht hört die, Sie entschuldigen den Begriff, er kommt aus Ihren Reihen, Lifestyle-Linke hier im Saale in Zukunft mal besser auf ihre prominente Parteigenossin Sarah Wagenknecht. Der Journalist Sascha Lobo urteilte trefflich: Auf einen rechtsextremen Mord folgt linke Empörung. Auf einen islamistischen Mord folgt eine stille linke Zerknirschtheit, wie man sie Erdbebenopfern entgegenbringt. Manchmal sogar ergänzt durch Relativierungen. Zitat Ende. Das hat die Fraktion Die Linke bei diesem Antrag auch sehr gut geschafft. Gestehen Sie sich ein, Angriffe wie der am 4. Oktober auf Homosexuelle oder antisemitische Hetze lassen nicht per se auf Rechtsextremisten schließen. In den vergangenen Monaten konnte man sehr gut beobachten, welche Gruppierungen in Deutschland auf offener Straße Tod Israel forderten oder antijüdische Parolen brüllten. Unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist es,
gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und insbesondere darauf basierende Gewalt vorzugehen. Dabei ist es gleich, ob die Täter Rechtsextremisten, Islamisten oder Linksextremisten sind. Die Täter gehören benannt und sie gehören entsprechend bestraft. Und es gehört sich nicht aus falsch verstandener politischer Korrektheit, den kulturellen Hintergrund der Täter und dessen Motivlagen zu verschweigen. Und es ist unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe, auch jenen Toleranz und westliche Werte zu vermitteln, die den Koran über das Grundgesetz stellen, Israel das Existenzrecht absprechen, Frauen dazu zwingen, ein Kopftuch zu tragen oder Homosexuelle als unrein ablehnen. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde SPD-Fraktion, Herr Kaniewski. Nein? Wird weiterhin das Wort gewünscht, Frau Dr. Geitsch? Fallen langsam die Namen schwer ein, Entschuldigung. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Menschen am Livestream. Eigentlich hatte ich gedacht, heute nicht unbedingt heute ans Pult zu gehen, aber ein paar Dinge scheinen mir doch nochmal wichtig zu sagen. Ich möchte gern alles das unterstreichen, was Frau Scharnetzky hier gesagt hat. Und ich möchte auch durchaus bestätigen, was der Herr Dr. Brauns heute gesagt hat. Ja, wir müssen endlich ins Arbeiten kommen. Und ja, es ist eben offensichtlich noch zu wenig, was im Sinne Gewaltprophylaxe wir zwar aufgeschrieben haben, aber eben noch nicht zu dem Ziel geführt hat. Und da müssen wir halt auch kritisch die Auswertung des LHPs uns anschauen, was häufig sehr positiv formuliert ist, aber wir eben offensichtlich noch nicht dort sind, wo wir hinwollen. Im Sinne wirklicher Menschlichkeit, eines wirklichen Miteinander. Und ja, da gehört alles, was bisher getan worden ist, auf den Prüfstand. Und ja, da genügt eben Symbolpolitik, die wir nicht ablehnen, genügt eben nicht. Wir müssen tatsächlich inhaltlich arbeiten. Offensichtlich haben die Maßnahmen, die bisher eingeleitet worden sind, ob das staatlicherseits ist oder ehrenamtlich, ob das im Rahmen des LHP erfolgt ist oder in anderen Bereichen, haben sie bei diesem Gewalttäter offensichtlich noch nie gefruchtet. Und ich spreche mich ganz konkret dagegen aus, dass wir Menschen absprechen, und das habe ich heute hier gehört und das finde ich ganz falsch und ganz schlimm, dass wir Menschen absprechen, eine Möglichkeit, sich zu resozialisieren, meine Damen und Herren. Dann wird es nämlich tatsächlich nicht funktionieren, wenn wir mit diesem Vorbehalt schon rangehen. Gewalt gegen Gewalttäter wird das Problem nicht lösen. Und ja, wir müssen menschliches Miteinander vorleben und wir dürfen dort niemanden ausgrenzen. Und wir dürfen auch keine Verallgemeinerungen treffen, wenn Menschen gewalttätig werden, egal wer das ist, das ist immer falsch. Aber wir dürfen eben auch nicht dahin kommen, das war ein Muslim, also sind alle Muslime Gewalttäter. Abgesehen davon stimmt es nicht, dass sie gezwungen werden, ein Kopftuch zu tragen. Noch ein Thema für sich. Thema für sich. So, und jetzt nochmal zum LHP und zu dem Finanzierungsvorschlag. Das wundert mich sehr, dass Sie jetzt so sagen, naja, das Geld ist ja so und so da. Ich habe in den Ausschüssen eine ganz andere Diskussion im Ohr. Da hieß es, einen Fonds wollen Sie auflegen? Wie wollen Sie denn das finanzieren? Jetzt haben wir überlegt, wo denn Geld wäre und haben gefunden, in Rücksprache auch mit den Verantwortlichen aus der Verwaltung, dass im LHP Geld dazu zur Verfügung steht. Auch unter anderem deshalb, weil eben jetzt Corona-bedingt manche Dinge überhaupt noch nicht so richtig ins Laufen gekommen sind, weil Gelder auch nicht abgerufen werden konnten, weil Gruppen nicht arbeiten konnten. Und dann haben wir eben gesagt, dann soll der Oberbürgermeister bitte prüfen, ob dieser Fonds aus dem LHP genommen werden kann.
Wenn der Herr Oberbürgermeister jetzt sagt, ich habe noch eine andere Möglichkeit, dieses Projekt zu finanzieren, nämlich zusätzliches Geld, dann würden wir uns sehr darüber freuen. Deshalb bitte ich Sie, stimmen Sie dem Antrag und auch unserem Änderungsantrag zu. Dankeschön. Herr Maloney. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich mache es kurz, auch ein bisschen die Fassung zu bewahren. Frau Schanetzki, ich spreche in gar keiner Art und Weise den Leuten, die dort diese Arbeit machen, ab, was sie tun und was sie versuchen. Aber wir müssen uns zu einem gewissen Punkt auch eingestehen, dass es eben nicht reicht. Und wir haben viel getan, das ist richtig, und Dr. Brauns hat das ja auch wunderschön gesagt, wir haben viel Geld aufgesetzt, wir haben ein lokales Handlungsprogramm aufgesetzt, wir unterstützen die Sachen, aber es reicht offenbar nicht. Und wir müssen jetzt auch mal in die andere Richtung denken. Das ist nicht Aufgabe der Stadt, das ist Aufgabe des Landes und des Bundes. Und bevor wir jetzt schon wieder nach Geld schreien, um irgendwelche Dinge wieder zu finanzieren, mein Appell, den ich gerichtet habe, ist, leben wir es doch selber einfach mal vor. Machen wir es doch. Und da verstehe ich nicht, ich verstehe es wirklich nicht, warum dieser Stadtrat nicht in der Lage ist, zu dieser Veranstaltung des CSD geschlossen aufzutauchen. Geschlossen zu sagen, hey, wir stehen hier an eurer Seite. Und zwar nicht nur mit einer Regenbogenfahne zum CSD oder mit Liegestühlen oder zum Zelt oder zum Pavillon oder auf dem Truck mit lauter Musik und Feiern, sondern eben dort an der Stelle den Leuten zu sagen, ja, wir sind hier bei euch. Und ich verstehe es nicht, dass dieser Stadtrat sagt, wir wollen den Rechtsstaat durchsetzen am blauen Wunder und stellen Poller auf, weil es besteht ja die Gefahr, dass jemand dort rechtswidrig parkt. Da greift der Staat mit seiner gnadenlosen Härte, greift da der Rechtsstaat. Und wenn es darum geht, ich lasse mich nicht ausreden, ich habe Sie auch ausreden lassen, wenn es darum geht, dass wir Straftäter haben, die an Sozialisierungsprogrammen teilnehmen, wo bekannt ist, wo die Gefährdungslage letztendlich klar war und wir lassen das zu, wir lassen das geschehen und ich muss mir jetzt Sorgen machen, ob ich mit meinem Mann noch in dieser Stadt abends Hand in Hand lang gehen kann. Wissen Sie, was das für ein Gefühl für mich bedeutet? Wissen Sie, wie das ist? Nee, das können Sie nicht wissen. Sie können das nicht wissen. Und dann sagen Sie mir und dann sagen Sie dem Mann des Opfers, naja, wenn man diese ganzen Täter ein bisschen besser betreut, wenn man ein bisschen netter zu denen ist, dann funktioniert das besser. Sorry, das hat die Frau Dr. Geitsch gesagt, aber so funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Wir haben hier ein Programm aufgesetzt. Wir machen an dieser Front, machen wir die Arbeit. Das ist gut und das ist schön. Wir müssen eben auch was an anderer Stelle tun. Und ich appelliere nochmal an alle, an wirklich alle, dass wenn solche Taten passieren, dass wir als Stadt das nicht nur verurteilen im Sinne von einer schönen Sonntagsrede, sondern dass wir uns eben auch bei den Betroffenen mal zeigen, dass wir dort selber hingehen, dass wir selber mit den Leuten reden. Ne? Dass ich jetzt zum Beispiel auch Herrn Braun sagen kann, Sie haben genau das gemacht, wovor ich in meiner vorherigen Rede gewarnt habe. Sie haben nämlich gesagt, Sie sind wieder darauf eingegangen, das Täterprofil passt in meine politische Agenda, deswegen verurteile ich es. Bei anderen Gewaltaktionen mache ich es nicht. Und das andere Ende des Hufeisens macht es letzten Endes wieder genauso. Und das sind die Fehler, die tagtäglich passieren. Und das ist das, was mich wütend macht, das ist das, was mich aufregt. Ich immer wieder diese Relativierung, wenn irgendeine Straftat passiert, ja, aber die Linken, ja, aber die Rechten und so weiter. Und das ist das, was mich aufregt. Und ich bin es leid und ich bin da müde. Und die einen reden von Resozialisierungsprogramm und Förderungsprogramm. Und bei kleineren Sachen sagen wir, hey, jetzt müssen wir aber mit Rechtsstaat durchgreifen, da müssen wir konsequent sein. Und das ist das, was ich absolut nicht verstehe. Und deswegen bitte ich darum, dem Bericht des Federführenden Ausschusses zuzustimmen. Und wenn wir darüber reden wollen, was wir gegen Homophobie tun wollen, wie wir mit dem, was passiert ist, umgehen, was wir als Stadtgesellschaft tun können, dann sollten wir das vermutlich in einer größeren und konstruktiveren Diskussionsrunde machen und nicht mit einem Symbolantrag der Linken. Da bin ich, denke ich mal, eher auch bei Ihnen, Frau Schanetzki. Danke. So, wird noch weiterhin das Wort gewünscht zu diesem Tagesordnungspunkt? Können wir zur Abstimmung schreiten? Dann habe ich einen Änderungsantrag zum federführenden Ausschussbericht von Fraktion Die Linke. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen.
Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Nein. 33 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen, eine Enthaltung damit angenommen. Dann kommen wir über den so ergänzten federführenden Ausschussbericht zur Schlussabstimmung. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das. Ja, aber die Geistreichigkeit, darüber kann man ja nur zweifeln. Wir haben ja gerade einen Punkt ergänzt. Und jetzt wollen wir das nochmal punktweise abstimmen. Gut. Also gut. Bevor ich darüber lange diskutiere und über die Sinnfälligkeit nachdenke, also wer für den Punkt 1 des Ausschussberichtes ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltung. 66. Und 66 Ja-Stimmen einstimmig so beschlossen. Und wir kommen damit zu dem Punkt 2 ergänzten Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltung. 34 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit angenommen.